Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Unboxing und zwar diesmal die Wootbox April 2021. Im Hintergrund seht ihr auch direkt die Webseite wootbox.de, glaube ich, mit gesponsert von GameStar. Zumindest war es damals dort, worüber ich die Wootbox entdeckt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe. Wootbox ist auch vertreten in Frankreich und Spanien, auf alle Fälle. Italien weiß ich jetzt gar nicht mehr so. Auf alle Fälle. Nicht wundern, falls ihr auf wootbox.de geht und alles Spanisch ist. Ihr müsstet oben rechts im Writer einfach mal schauen, da könnt ihr die Sprache einstellen. Ansonsten ganz unten meistens. Nicht wundern. Das würde ich jetzt schon mal vorab sagen, weil mir ist das in letzter Zeit aufgefallen. Kann nämlich sein, dass ihr ein Abonnement machen möchtet oder euch die Seite mal ansehen möchtet, den Shop zu besuchen und euch überhaupt mal umschauen, was es da geht. Und ja, sollte euch die Erklärung mal ein bisschen gefallen haben, geholfen haben, lasst auch gerne ein Like da auf dieses Video. Ein Abonnement würde mich freuen, ein Kommentar, was euch gefällt, ob euch die Box an sich gefällt und wie euch das Video gefallen hat natürlich. Und wir fangen an mit einem Facecover von Batman. Kann man hier oben aufreißen, das ist ein Frischhaltebeutelchen. Wir schauen noch direkt mal rein. Wenn wir reinkommen. So. Und zwar ist es, es sind zwei Masken. Ich sag mal Retro-Batman-Look, so ein bisschen. Werde ich jetzt mal nicht aufziehen. Obwohl, riechen gar nicht so chemisch wie erwartet. Sind weich, haben eine angenehme Länge und hier hinten kann man sogar noch ein bisschen verstellen, wie es ausschaut. Interessant. Batman-Items gehen, glaube ich, immer, oder? Okay, wenn man sie kurz mal trägt, vielleicht ein bisschen muffig. Hier ist dann das Wootheft, wo wir auch darauf hinweisen, dass es die Badass-Box ist diesen Monat. Badass. So sieht die Box aus. Das finde ich mal ganz gut, dass sie das machen. Ist mir bei dem letzten Heft das aufgefallen. Und zwar so sieht die Box aus, wenn ihr sie umfaltet. Diese Box an sich könnt ihr weiterhin benutzen. Könnt ihr als Verstauraum benutzen oder als Deko-Element bei euch einfach. Außen ist die normale Pappe, innen ist dann das Material und ja. Dann kommen wir zum Pin. April 2021 Badass. Ich denke mal, ja, kennt's gut, oder? Daumen aus der Hölle. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Müssen wir nachher auf jeden Fall nochmal kurz reinschauen. Okay? Dann machen wir weiter mit dem T-Shirt. Und da könnt ihr mir gerne helfen. Ich bin zwar ein großer One-Punch-Man-Fan. Freue mich auch, die zweite Staffel zu sehen, aber ich mache es anders wie die meisten. Ich schaue es nicht im Stream, ich schaue es per Blu-ray. So viel möchte ich nun zukommen. Aber Saitama als Badass? Ich war mal in der zweiten Staffel, habe ich festgestellt, er möchte so ein bisschen Badass sein, aber er ist ja immer noch ein Held. Zumal, also Qualität ist. Ist ein bisschen besser. Ein bisschen besser wie die letzten Male. Der Stoff fühlt sich besser an. Der Aufdruck hier ist auch ganz cool. Ansonsten zeigt er mal, erkennt man. Farbe Grau ist mal ein bisschen was anderes. Sonst gibt es Schwarz-Weiß bisher. Grau hatte ich bisher nur ein T-Shirt, glaube ich. Ja, ansonsten Gelb. Ganz selten auch mal. So, und jetzt bin ich überlegen, Funko Pop oder nicht? Doch, wir machen erstmal die große Fanbase. Stark. Nicht Stark jetzt von Marvel. Iron Man, nein. Stark von Game of Thrones. Und es ist mal wieder ein Notizbuch. Ganz viele Notizen. Notizen, Notizen, Notizen. Oder mehr Notizen. Das finde ich ein bisschen cool, dass es mal mit so einem Metallring fixiert ist. Ja, hat was. HBO, alles lizenziert. Ihr kennt es ja, ihr wisst es ja. So, und dann haben wir hier die Funko Pop aus The Boys. Die Serie von Amazon Prime. Ich finde sie cool. Mega cool. Auspacken werde ich sie natürlich nicht. Ich schaue mal, ob ich die anderen Fließbild zusammenbekomme. Denn. Ach doch, hier hinten steht drauf, wem es noch so gibt. Schöne Sammlung. Kann man sich mal ansehen. So, und natürlich wird gerade ein bisschen was gemacht. So, hier seht ihr einmal, ich glaube, das ist Spanisch. Dann haben wir die Deutsche und dann haben wir noch Französisch. Ich schaue mal ins Deutsche, The Boys, Homelander, jeder kennt Homelander, glaube ich, so ein bisschen, also zumindest wer Amazon Prime hat und die Serie gesehen hat, auf alle Fälle,
15 Euro Funko Pop, 20 Euro T-Shirt, 12,50 das Notizheft, 12 Euro die Masken. Er ist ohne Zweifel der Badass-Roboter der Popkultur. Lass uns den Terminator. Ach, der Terminator, klar. Ja, doch, doch, doch. Ergibt ein bisschen Sinn. So, alles zusammen. 20, 30, 40, 50, 60, knapp über 60 Euro die Box im Einzelnen. Hier sind die Booter der letzten Box. Kann man hoffentlich gut erkennen. Und ja, schaut gerne unten in die Kommentare hinein. Ich mache ab und zu jetzt mal Affiliate-Links rein, wenn ihr über die Seiten dort etwas bestellt, dort etwas verkauft. Gibt es einen kleinen Bonus bei mir, aber ist jetzt nichts Besonderes. Obwohl, doch ist was Besonderes, wenn ihr es über den Link macht. Danke dafür, sollte das mal vorkommen. Ansonsten kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren und Liken und Teilen, gerne weitermachen und bis zur nächsten Box im Mai. Ich werde gerade überlegen, ja doch, im Mai. Also daher, vielen Dank, weitermachen, zuschauen und weiterzocken. Gerne mal meinen Livestreams vorbeischauen. twitch.tv/brightrodaniel, ja, so, glaube so heißt es. Also dann bis zum nächsten Mal, ciao.